Ich muss sagen, ich war auf einer Schule, da gab es sehr viel, was man heute so Ganztagsschule nennt, neben der Schule. Und da habe ich die besten Erinnerungen dran. So Jugendarbeit und so weiter und so fort. Also da habe ich mehr gelernt, oft als in der Schule. Aber wenn ich überlege, ich habe 9 Jahre Schule gehabt, hatte da, glaube ich, 10 Englischlehrer. Und eigentlich konnte ich nach 9 Jahren auf dem Gymnasium, auf einer guten Schule, kein Englisch. Und das hat irgendwas auch mit schlechtem Unterricht zu tun. Es gab schon auch Lehrer, ich meine, das waren jetzt 70er Jahre, wir waren ein sehr relativ konservatives Gymnasium. Da gab es schon Lehrer, die waren gemein. So, die haben auch Schüler gequält, ist zu viel gesagt, aber die hatten Schüler auf dem Kieker und da wusste man, die haben nie eine Chance. Das ist ganz klar. Und wenn der irgendwas sagt, dann hat er verloren. So, es gab sogar Schläge noch bei uns. Da gab es schon Lehrer, die haben sich sehr viel rausgenommen, haben auch Schüler doch klein gemacht, haben Schüler gedemütigt, würde ich sagen. Das war jetzt auch im Rahmen, aber wenn ich so zurückdenke, so Sprüche von dir habe ich noch nie was Vernünftiges gehört oder was machst du auf dieser Schule hier oder so. Das gab es alles, ja. So. War jetzt nicht die Regel, aber es gab es und das ist, ja, keine schönen Erinnerungen. Aber sie betrafen nicht mich, sondern eher Mitschüler.